Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Programm steht ja Teilzeitokklusion versus Vollokklusion. Das haben wir uns ein bisschen umgeändert, das Thema, weil eigentlich Vollokklusion kaum gemacht wird. Das ist nicht durchsetzbar und da würde sich auch keiner von uns beiden, glaube ich, stark für machen. Wir haben gesagt, ich spreche mal dafür, viel hilft viel. Und die Frau Wenner sagt, mit weniger kommen Sie genauso gut hin. Oder fast genauso gut. Mal gucken. Wenn das ein bisschen heißer klingt heute, bitte ich das zu entschuldigen. Das ist Folge von Arbeit in einer strabologischen Abteilung, wo man ständig mit Kindern zu tun hat. Wer selbst welche hat, kennt das Problem. Die Definition dürfte allen klar sein, also Amblyopie ist ein entwicklungsbedingtes Defizit des Formsehens, welches ganz früh entsteht und in einer bestimmten sensitiven Phase der Entwicklung, der visuellen Entwicklung, noch partiell oder ganz reversibel ist, also unsere Therapie zugänglich. Und ich spreche nur über richtige Amblyopien, nicht über solche kleinen Visusseitendifferenzen. Das muss man sich auch klar machen bei wiederholten Visusbestimmungen. Sie können auch sagen, bei Visusbestimmung rechtes Auge, linkes Auge, wenn sie denn korrekt durchgeführt wird nach dem Kriterium 3 von 5, mit Landolt-Ring, siehe Petersen, 1993, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei aufeinanderfolgende oder rechtes und linkes Auge genau denselben Wert liefern, gerade mal ein Drittel. In der Hälfte der Fälle hat man eine Zeile Unterschied. Und in gar nicht so wenigen Fällen zwei Zeilen Unterschied, ein Sechstel der Fälle, und sogar drei Zeilen Unterschied sind bei korrekter Prüfung möglich. Da muss man natürlich aufpassen, wie wir im ersten Dia schon gezeigt haben, auch durch wiederholte Prüfung, dass man nicht irgendeine Regression to the Mean als Okklusionseffekt oder als überhaupt Therapieeffekt, Akupunktureffekt zum Beispiel, auch fehlinterpretiert. Wie definiert denn von Norden eine Teilzeit- und eine Vollokklusion, die Vollzeitokklusion? Das war früher das absolute Muss. Nie dürften beide Augen offen sein. Von Norden schreibt, die Teilzeitokklusion ist wie drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, drei vor, zwei zurück, weil in den beidseits offenen Phasen, wenn wir nicht okkludieren, die Suppression wieder wirkt, die Suppression des besseren Auges auf das amblyope Auge und ich mir dadurch einen Teil des Okklusionseffektes der drei Tage vorher zum Beispiel wieder zerstöre, wenn man so sagen will. Deswegen früher sehr verbreitet die Vollzeitokklusion, die ganz streng alternierende, ohne offene Phasen. Opfer aus dieser Zeit kenne ich noch. Etliche wollten sich schon enukleieren lassen. Denn was ist geschehen? Bei denen, die wirklich gut mitgemacht haben, Gott sei Dank haben so viele nicht wirklich gut mitgemacht. Ganz wenige machen wirklich gut mit, wir kommen da später drauf. Deswegen ja auch die Dosierung. Mit der Vollokklusion wurde auch die Suppression zerstört. Suppression ist ein aktiver Prozess. Wenn wir anfangen zu schielen, eine Parese entwickeln, dann sehen wir doppelt. Und das hört auch in der Regel nicht mehr auf im Erwachsenenalter. Manche können das noch lernen, manche Erwachsene, aber in der Regel nicht. Und diese Suppression, die muss auch trainiert werden. Die dürfen wir nicht zerstören, sonst kriegt der Patient wirklich ein Problem namens Horrorfusionis. Deswegen wäre eine altersentsprechende Okklusion heute eben vier Tage das gute Auge zukleben, ein Tag das schlechte, steht noch in manchen Büchern, ein Tag beide offen. Wozu man das amblyope Auge abdecken soll, erschließt sich mir nicht mehr. Das machen wir auch nicht mehr. Ich glaube, das ist heute auch out. Also hier sind wir. Alles ist eigentlich Teilzeitokklusion. Wenn wir nachher hören, mit weniger Stunden geht es vielleicht auch. Das ist Teilzeit. Wenn wir vier Tage kleben und einen Tag beide Augen offen lassen, haben wir auch eine Teilzeit. Nur die Rhythmen sind eigentlich andere. Und die Dosis kann natürlich eine andere sein. Das ist ja dann eigentlich der Witz. Wie viel Dosis wollen wir denn machen? Und das meiste, was Sie jetzt von mir hören werden, bewegt sich überhaupt nicht auf diesem Evidenzlevel. 1a-Evidenz gibt es gar nicht in dieser Frage. Und 1b-Evidenzen gibt es durchaus. Es gibt randomisierte, prospektive, kontrollierte Studien zu Themen wie Amblyopie, zum Thema der Amblyopie einiges. Klasse 2-Evidenzen gibt es sehr schöne Studien, aber das heißt nicht, sagt nicht unbedingt was über Qualität aus. Zum Beispiel gibt es jüngere Studien von 2013 publiziert und 2012 Ergebnis: Akupunktur hilft bei Amblyopie. Gut angelegt ist sicher ein ganz wesentlicher Faktor und das meiste, was wir hier austauschen, ist so auf dem Evidence Level 4, also Eminence-Based Medicine. Ja? Aber
klinische Erfahrung ist ja nicht wertlos. Jetzt kann man sagen, kann man sich diese Definition anschließen und das eher so ein bisschen negativ oder zynisch betrachten. Das ist sicher in manchen Fällen auch nicht ganz verkehrt. Man kann aber auch sagen, manche Fehler müssen wir ja nicht nachmachen. Wir können durchaus aus den Fehlern und den Erfahrungen unserer Vorgänger lernen, darauf aufbauen. Und diese klinische Erfahrung, würde ich mal sagen, das tun wir ja auch alle, mehr oder weniger, positiv betrachten. Kommen wir zum Henry. Ich habe die auch noch mal mitgebracht. Das sind also diese Leersymbole. Die sind proportional gecrowded. Es gibt ja auch den anderen Test, zeige ich nachher noch. Die sind konstant gecrowded. Das ist ein Crowding. Dann nimmt der Interoptotypenabstand immer weiter ab, je kleiner die Sehzeichen werden. Das entspricht auch der Anordnung auf den ETDRS-Charts, mit denen ja heute gerne gemessen wird. Worauf gucken wir denn zuerst mal bei so einem Fall? Interessant ist, wie alt ist dieses Kind? Er ist also 3 oder 3,7 Jahre alt. Davon wird es sicher abhängen, wie viel wir primär hineinpumpen an Okklusion oder mit welcher Erwartungshaltung wir herangehen. Ich erwarte beim Dreijährigen, das spricht vielleicht auch wenig Okklusion, deswegen haben wir den Fall herausgesucht, vielleicht spricht es auch wenig an. Man könnte es ja machen. Die Familienanamnese ist nicht so ganz untypisch für solche Fälle. Noch was Interessantes, er hat einen Mikrostrabismus. Das ist eine Schielamblyopie. Das ist keine Refraktionsamblyopie. Keine Anisometropie-Amblyopie, das ist auch ein wesentlicher Faktor, wenn wir über Amblyopie reden. Wir müssen wissen, über welche Amblyopie reden wir denn überhaupt? Wir reden über eine Schielamblyopie. Was noch interessant ist, er fixiert zentral. Ganz, ganz entscheidend, behandeln wir hier eine exzentrische Fixation, dann dürften wir uns, glaube ich, einig sein, gibt es nur einen Weg. Oder behandeln wir zentrale Fixation der häufigere Fall, also damit haben wir es zu tun. Und dann ist natürlich noch interessant, wie tief ist denn die Amblyopie? Das sind jetzt 11 Stufen, 11 dekadisch-logarithmische Stufen, 11 Dezibel Amblyopietiefe, wenn Sie so wollen. Das ist eine ganze Menge. Das ist auch kein Zufallsfehler und die wiederholte Messung hat es ja gezeigt. Also, das ist eine Amblyopie. Und da würde ich ganz klar einen draufgeben. Ich will ja zu Potte kommen, ja, nicht ewig rumtuckeln, sondern hier wird das rechts zu links zu beidseits offen, also linkes ist das amblyope Auge, rechts 4 Tage Okklusion drauf, 1 Tag Pause und so weiter und so weiter. Oder man bricht es auf den Tag runter, wie lange ist ein Dreijähriger am Tag wach? Sag mal 8 Stunden, dann klebe ich halt 6 von 8 Stunden. Sagt, der ist länger wach, aber so gut kann ich jetzt so schnell nicht rechnen. Also, so kann man es auch machen. Aber diese Dosis mindestens. Man kann auch noch viel mehr, wie von Norden schreibt. Warum würde ich das so machen? Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal so 3, 4 Fälle. Mehr will ich gar nicht. Ich zeige keine großen Studien. 3, 4 Fälle, wo man meint, da geht ja eigentlich gar nichts mehr. Weil sie schon zu alt sind vielleicht. Und schon anbehandelt. Ich will mal zeigen, was alles geht. Jacqueline, 6 Jahre. Dasselbe, keine Anisometropie-Amblyopie, auch ein Mikrostrabismus, Schielamblyopie, aber 2 Grad nasal exzentrisch. Warum nehmen wir rein Optotypen? Das hat sie geschafft. Das sind jetzt nochmal die Größenverhältnisse. 0,12 Lea-Reihe. Dazu muss man natürlich näher ran, muss man auf 1,5 Meter prüfen, sonst gibt der Test das gar nicht her. Einzeloptotypen Lea schafft es in 0,32. Es gibt noch krassere Unterschiede. Gestern hatte ich einen, der hatte 0,8 Einzeloptotypenvisus. Der wurde tatsächlich zur Frage Schieloperation, Antwort D vorhin, der wurde zur Frage Schieloperation beim Mikrostrabismus geschickt. Amblyopie war gar nicht die Frage, Visus rechts 0,8, links 1,0, mit Lea-Reihe, Visus rechts 0,16. Was haben wir gemacht? Das Gleiche. 5 Jahre, 5 Tage zu, 1 Tag Pause, 5 Tage zu, 1 Tag Pause oder das Gleiche auf 1 Tag runtergebrochen. Hier bei ihr links 1,0 Lea-Reihe, also rechtes Auge therapiert. Die ist halt schon in der Schule. Da kann ich nicht mehr tun, was ich gerne möchte, aber wenigstens nachmittags. Bei 0,12 kann ich auch nicht vor den Hausaufgaben anfangen, dann muss ich nach den Hausaufgaben anfangen. Also da geht nicht so viel. Dann haben wir halt unter der Woche eine wirklich, eigentlich sanfte Teilzeitokklusion. Aber am Wochenende können wir klotzen.
Freitag drauf bis Montag drauf lassen, das Pflaster spart auch Geld. Ne? Aber nicht viel, 1 Euro pro Tag. Und in den Ferien, da können wir dann wirklich durchziehen, was wir gerne machen. Jetzt gucken wir mal. Die war schon 6, dann kann man auch gut mit dem C-Test nach Haase und Huckmann prüfen. Der ist dadurch von den Lea-Symbolen unterschiedlich, dass der Interoptotypenabstand immer gleich bleibt. Wird also hier schwieriger. Bei den Lea-Symbolen wird es hier einfacher. Sind beide gute, sehr gute Tests. Das muss man in jeder Praxis haben. Kinderbilder wegwerfen. Diese braucht man für Amblyopie-Diagnostik. Also, das wurde gemacht. Schule ist noch, da kam noch nicht so sehr viel. Eine Stufe, das ist ja noch im Bereich der Messungenauigkeit. Jetzt waren die Herbstferien und die Weihnachtsferien dazwischen, da haben sie ein bisschen gearbeitet. Und Anstieg. Und ganz wichtig, Fixation zentral. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass es weitergeht. Wenn die Fixation nicht zentral ist, sondern exzentrisch, dann haben wir erstens eine zu geringe retinale Auflösung. Das Rezeptorraster ist da, beziehungsweise das der rezeptiven Felder, gar nicht fein genug, um mehr Sehschärfe zu erlauben. Und zweitens sind ja die Projektionen von der Fovea auf den visuellen Kortex determiniert. Die liegen ja fest und die kortikale Magnifikation, also die Tatsache, dass mehr Hirnvolumen, und zwar wesentlich mehr Hirnvolumen für die Foveola vorhanden ist, als für einen parafovealen Fixationsort, die definiert ja auch das Erreichbare der Okklusionsbehandlung. Also zentrale Fixation, schon mal ein Riesensprung, das ist ganz wichtig, auch wenn hier vorne noch 0,2 Stunde zentrale Fixation, würde ich mich freuen. Und jetzt geht es richtig los. Und jetzt, das heißt, Lust lässt nach. Das zeigt schon mal das Problem, wenn man so eine längerfristige Okklusionsbehandlung durchführt, das muss man von Anfang an ansagen, das wird eine längere Behandlung, man kann auch die Stunden so ein bisschen vorausschätzen, dass es ein Durchhalteproblem gibt. Da muss man motivieren zwischendrin. Das ist geschehen. Dann hast du weitergeklebt, 0,7. Und das ist 1 Jahr, 12 Monate, zeitengleiche Sehschärfe. Hätten Sie das gedacht? Ist auch nicht immer so. Aber es ist viel öfter so, als dass es nicht gelingt. Dann sind wir auf eine Erhaltungsokklusion übergegangen. Dann sieht man schon, jetzt soll ich sagen, das ist vielleicht eine Messungenauigkeit, aber dann muss man das lange weiter pflegen, damit dieser schöne Erfolg nicht wieder verloren geht. Wenn man das mal runterbricht auf die Gesamtokklusionszeit und mal davon ausgeht, dass tatsächlich so viel geklebt wurde wie verordnet, das wird nicht der Fall gewesen sein, aber Sie haben sicher gut mitgemacht, sonst hätte es dieses Ergebnis nicht gegeben. Wenn man einfach mal die verordnete Zeit zum Visusgewinn in Relation setzt, dann betrug der Aufwand 250 Stunden, das ist in den Ferien, ist nach einem Tag 10 Stunden schaffbar, das ist ein knapper Monat für eine Visuszeile. 11 Visuszeilen hat sie geschafft. Das war Jacqueline, ja. Corwin, 7 Jahre. Auch exzentrische Fixation. Gleiches Vorgehen. Auch wieder während der Schulzeit nur nachmittags möglich, Wochenende, ganztags, Ferien. Jetzt mal nicht 4 Tage oder 6, 7 Tage am Stück einen Tag Pause, jetzt ist es auf den Tag runtergebrochen. Immerhin 0,8, 1,25. Muss man natürlich aufpassen bei diesen Okklusionszeiten. Das kann ich nicht lesen, das heißt, glaube ich, ich vertraue darauf, dass das so heißt. Man muss die Eltern kontrollieren, das heißt, sie brauchen viele, viele Praxisbesuche zwischendrin, Visuskontrolle, den Eltern zeigen, wie das gewirkt hat oder wenn es nicht gewirkt hat, sie wieder anspornen, ordentlich weiterzumachen. Und das ist eben das Wesentliche, wenn man streng klebt, erreicht man schnelleren Anstieg. Das ist nachgewiesen. Es ist nachgewiesen, dass viel Kleben schneller wirkt als weniger. Und das ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass man einen kurzen, schnellen Erfolg hat und das motiviert die Eltern und dann bleiben sie bei der Stange. Wenn sich das zu ewig hinzieht, dann hält man sie nicht gut. Und in der Praxis hat man noch weniger Zeit als bei uns in der Abteilung vielleicht. Da muss man dahinter stehen und einfach Mut machen. Mut machen, sie schaffen das, sie werden sehen. Anfangs geht es vielleicht noch nicht so hoch, aber wenn sie weitermachen in 3, 4 Monaten, werden sie sicher den Erfolg sehen und sie sehen ihn sicher. Wie hoch man kommt, weiß man nicht. Olivia, 6 Jahre, die ist hier
sanft-teilzeitig, kann man ja mal sagen. Also das ist eine Familie, die schlecht mitmacht. Das ist eine Familie, die schlecht mitmacht. Und es geht schon seit 3 Jahren und nichts ist offenbar passiert. Viel schlechter ist man ja nicht als 0,16. Und die werden auch in der Folge, glaube ich, aber es ist mal davon auszugehen, dass sie nicht so optimal mitgemacht haben wie andere vielleicht, aber sie haben mitgemacht. Wenn man sie motiviert, machen sie mit. Und auch so wieder diese 250 Stunden pro Zeile in diesem Alter ist immerhin auf Molekularfahrtüchtigkeit nach STVO gekommen. Fabian, 5 Jahre. Da wird schon seit einem Jahr 3 Stunden pro Tag angeblich 3 Stunden pro Tag geklebt, das wären 1000 Stunden. Nun ja, auch da fange ich nicht bei 0,4 an zu kleben. Machen Sie mal jetzt nicht 3 Stunden, machen Sie mal 6 Stunden pro Tag, damit das ein bisschen schneller geht. Nein, das wird genauso gemacht, er ist 12 Stunden wach, 10 von 12 Stunden, also, oder das entspricht 5 Tage zu, 1 Tag Pause, auf den Tag runtergebrochen. Was passiert? Hier 175 Stunden pro Zeile, fertig ist der Lack, kann man sagen. Jetzt brauchen wir nur noch Erhaltungsokklusion und auch Schielamblyopie. Keine Anisometropieamblyopie. Ich spreche hier über Schielamblyopien, über Suppressionsamblyopien, nicht über Deprivationsamblyopien. Das haben wir schon gelesen. Hier ist die Sensitivität. Sie kennen diese Abbildung. Beim Säugling ein Auge zukleben oder eine Ptosis beim Säugling, die kongenitale Katarakt, sind hochambliogene Faktoren, hochvulnerabel, dieses neugeborene System, hat man sofort eine Amblyopie und auch im beginnenden Schulalter ist man noch vulnerabel. Genauso ist aber in diesen Phasen auch Therapiemöglichkeit noch gegeben. Und hier im ersten Lebensjahr, da reicht stundenweise okkludieren. Das ist ganz was anderes, als wenn wir hier bei diesen Kindern, die ich jetzt mal beispielsweise gezeigt habe, beginnen. Im ersten Lebensjahr ist das natürlich ganz was anderes. Da ist Maximum dessen, was wir dürfen, halbe Wachzeit. Bei einer einseitig dichten Katarakt, postoperativ, höchstens die halbe Wachzeit, nicht mehr. Sonst kann man eine Okklusionsamblyopie erzeugen. Hier hinten brauchen wir vor der Okklusionsamblyopie keine Angst mehr haben. Wenn Sie das so durchführen, die Okklusion abnehmen, dann messen, müssen Sie bedenken, dass die ersten 2, 3, 4 Stunden nach Okklusionsabnahme so ein After-Effekt noch herrscht. Das ist keine Okklusionsamblyopie, das kommt schnell wieder. Deswegen sagen wir den Eltern, wenn Sie kommen bei der Therapie und wir machen Visuskontrolle, lassen Sie an dem Tag, wo Sie in die Klinik kommen, das Pflaster morgens ab, dass wir nicht von diesem Effekt irritiert werden. Sollte tatsächlich eine Okklusionsamblyopie auftreten, ist sie immer wieder zu beheben. Man erreicht immer wieder das, was mal war. Also, da braucht man keine Angst haben. Man kann nur einen Fehler machen, dass man nicht oft genug kontrolliert und ganz anarchistische Eltern hat, die wirklich ganz brav mitmachen. Das Kind reagiert stark und die muss man halt schön eng führen. Klinische Erfahrung ist bei uns allen gleich. Brillen werden nicht regelmäßig getragen, das kennen wir. Besonders wenn das eine Auge gar keine Brille braucht, wenn die Eltern nicht hinterher sind. Die Okklusionszeit ist kürzer als angeordnet, im Mittel halb so lang, aber das betrifft nicht alle gleich. Diese Verteilung hat Simons gezeigt, die ist so etwa zweigipflig. Es gibt Leute in der Region in Holland, wo man das untersucht hat. Das muss in Gießen-Ost nicht unbedingt genauso sein. Aber es gibt eben viele, die so fast so mitmachen, wie sie sollen, und die andere Hälfte, die machen ganz schlecht mit, selbst unter Studienbedingungen. Also im Mittel wird ungefähr halb so viel geklebt, wie verordnet. Wenn es zu lange dauert, wird es nicht durchgehalten, kennen wir. Mehr wirkt mehr, weiß man auch, gibt es auch Studien dazu. Okklusionsaufwand nimmt mit dem Alter zu, wissen wir. Studien hierzu mit ODM, Occlusion Dose Monitoring, also mit Pflastern, mit dem Thermosensor, wo man nachher mit dem Computer auslesen kann, wie lange es denn wirklich drauf war. Jetzt misst man die Okklusionszeit. Das da vorne ist Intent to Treat sozusagen. Da sollte geklärt werden, bringt denn 6 Stunden pro Tag nicht genauso viel wie 12 Stunden pro Tag? Unterschied war nicht so sehr signifikant oder kaum statistisch signifikant, aber es kann was, die haben auch nur 4 zu 6 Stunden geklebt. Und wenn es ein paar mehr Kinder nehmen, wird der Unterschied natürlich doch signifikant und 6 Stunden bringt mehr. Es wird
bestätigt, was wir schon immer wissen, es wird weniger geklebt als verordnet. Höhere Okklusionsdauer bringt rasch einen Anstieg, bei der Fallzahl halt nicht auf 0,05 Niveau. Eine andere Studie, IOBS, bei jüngeren Kindern geht es schneller als bei älteren Kindern. Nicht überraschend, aber schön, dass es diese Studien gibt, dass endlich mal auch diese klinische Erfahrung unter Beweis stellen. Finde ich sehr gut. Gleiche Okklusionsdauer wirkt bei jüngeren Kindern stärker, hier aus Frankfurt, 7- bis 16-Jährige. Das heißt jetzt nicht, dass wir schlampen dürfen. Mit nur genügend Aufwand holen wir es dann nachher schon wieder raus. Ist nicht. Nicht immer. Das waren jetzt Positivbeispiele, die ich Ihnen gezeigt habe. Ich habe auch Patienten, da war nichts mehr zu holen. Wir haben auch Patienten, wo mit 4 Jahren nichts mehr zu holen ist. Aber auch hier ist noch was zu erreichen. Das Alter von 7 Jahren oder 10 Jahren braucht Sie nicht abzustrecken. Komme ich mal zum Ende. Das sind die 3 Säulen der Okklusions-, der Amblyopie-Therapie. Korrektion, ganz wichtig. Die Korrektion bei Anisometropie und Refraktionsamblyopien oft alleine ausreichend. Da brauchen wir oft gar keine Okklusion. Korrektion natürlich immer. Okklusion bei Dislokationsamblyopien nach Krone, das heißt also Suppressionsamblyopien, wo das gute Auge als Suppressor wirkt, und Motivation, das ist natürlich ganz entscheidend. Sie müssen selbst dahinter stehen, sonst können Sie auch die Patienten nicht motivieren, die Eltern. Korrektion, sphärischer Wert in Zykloplegie abzüglich 0,5, damit es in der Ferne gerne getragen wird, zylindrischer Wert ohne Abzug voll verschreiben. Die irrsinnigsten Kombinationen, rechts-links werden vertragen, rechts plus 6, links plus 1, für ein Kind, für ein Kleinkind, kein Problem. Die muss man dann auf beides erziehen, und ihre Okulomotorik, indem man früh genug mit Kontaktlinsen beginnt, im Hinblick vielleicht auf spätere refraktive Behandlungen, auf ihre Okulomotorik und Sensomotorik, auf beide Kombinationen trainieren. Minimum so viele Stunden, würde ich mal sagen, kleben wie Alter in Jahren. Drunter fange ich eigentlich nicht an. 1 Stunde am Tag. Man muss allerdings die Eltern ein bisschen anschauen. Wer wirklich dafür nicht zu haben ist, da gehe ich dann lieber schon mal einen Kompromiss ein und schlage was vor, wo dann Mutter auch mitmacht, als dass ich sie mir vergelte. Das ist ja auch immer ein ganz wesentlicher Faktor. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Ziel ist, dass das Kind möglichst gut wird, und ich muss halt auch das, sag mal, sozialverträgliche Maß an den Mann oder an die Frau bringen. Täglich so viele Stunden wie Alter in Jahren, maximal so viele Tage am Stück wie Alter in Jahren, ein Tag Pause und so weiter, oder das Gleiche auf den Tag runtergebrochen. Es gibt eine schöne Studie von Simons und Kommerell aus dem belgischen Journal, haben es auch in Doc Ophthalmologica veröffentlicht, und bei Kindern mit Nystagmus latens geschaut, Patienten mit Nystagmus latens, der Einfluss der Okklusion auf die Nystagmusintensität. Der Nystagmus latens wird ja stärker, wenn man das andere Auge zudeckt. Das ist ein Therapiehindernis eigentlich. Und diese Verstärkung der Nystagmusintensität, die nimmt wieder ab, wenn man länger klebt. Also Kinder mit einem ausgeprägten Nystagmus latens oder vom Latens-Typ sollte man nicht täglich kleben nach der Formel, sondern da dann schon diese langen Phasen anstreben, ist günstiger. Die machen dann eine Kopfzwangshaltung typischerweise, drehen die dann zur Seite des offenen Auges. Dann haben sie wahrscheinlich, die Studie dazu existiert nicht, aber es ist anzunehmen, wahrscheinlich haben sie dann einen besseren Effekt als hiermit. Motivation erreicht man durch regelmäßige Kontrollen. Motivation entsteht durch einen rascheren Therapieeffekt bei härterer, bei strengerer Gangart. Auch das Ende ist absehbarer. Nach diesen Formeln kann man ja ungefähr extrapolieren, wie lange es denn dauern wird. Und wenn ich weniger klebe, dauert es wahrscheinlich länger. Dann kann ich die Eltern schon mal anhand dieser Zahlen vorwarnen, was denn auf sie zukommt. Und, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es denn nicht weitergeht, wenn ein Visusplateau erreicht ist, dann kann ich mit einer strengen Okklusion sicher sein, mehr geht halt nicht. Hier ist Ende der Fahnenstange in dem System. Wenn ich nur weniger klebe, dann weiß ich nie, ist wirklich das Mögliche erreicht oder habe ich nur zu wenig unternommen. Also altersgemäße Rhythmen, und haben Sie keine Angst, Sie machen schon nichts kaputt.